Ganz schön windig ist es auf dieser Dachterrasse. Da muss Lilly Becker auf ihr rostrotes Flatterkleid schon ein wenig achten. Oder sehen wir da sogar mehr? Versteckt sich hier vielleicht ein Babybäuchlein? Auffällig ist, dass sie beim VIP-Barbecue von Ron Zacapo nur Wasser trinkt und alkoholische Drinks stellt sie gerne mal unberührt und heimlich zur Seite. Dass das Model sich erneuten Nachwuchs wünscht, bestätigt sie uns im Interview. Ja, natürlich. Ich arbeite da noch an, ja. Ja, also es gibt Pläne für die Zukunft, für das zweite Kind. Ja, ich bin noch jung, so. Und auf die Frage, ob sich ihre Babyplanung denn auch mit dem hektischen Alltag des Promi-Paares vereinbaren lässt, antwortet Lilly. Ja, das wird gut. Wir schaffen das. Klingt so, als würde sie mit ihrem Boris ernsthaft am gemeinsamen zweiten Kind arbeiten. Doch die Bedingungen dafür waren bis vor wenigen Wochen noch schwierig. Die 38-Jährige erzählte in einem Interview, dass sie unter gutartigen Wucherungen an der Gebärmutter litt, welche oft die Ursache für Unfruchtbarkeit seien. Die Niederländerin ließ diese operativ entfernen. Der erfolgreichen Schwangerschaft stünde nun also nichts mehr im Wege, wenn denn nicht sogar schon ein Geschwisterchen für Amadeus unterwegs ist.